Als erstes muss ich bekennen, dass dies zwar ein Buch ist, dass aber ein guter Teil davon aus Zeichnungen besteht. Zweitens, dass absolute Nichtskönner als Zeichner diese Bilder angefertigt haben. Was sie drittens rechtfertigt, die Bildchen und die Zeichner, ist der Gegenstand. Es handelt sich nämlich um Tore, um zeichnerische oder grafische Versuche, ein geschossenes Tor auf dem Fußballfeld zu rekonstruieren. Und wer es tut und eigentlich nicht richtig zeichnen kann, das ist der Torschütze selbst. Beckenbauer, Pelé, Del Piero, Bobby Charlton, Günter Netzer, Mario Kempes, Michel Platini. Sie alle haben gezeichnet und erzählt. Dunga, Lothar Matthäus, Michael Laudrup, Rudi Völler, Luis Figo, Pep Guardiola, Mario Götze, Kai Havertz und so viele andere mehr. Freuen Sie sich darauf, uns zuzuhören, wie wir über J.J. Okocha reden. Über sein verrücktes Tor konnten die Leute vor 30 Jahren schon nicht richtig reden und eigentlich können wir es heute auch nicht. Wir stehen immer noch ergriffen davor und müssen anerkennen, in welche Reiche des Schönen die menschliche Sprache nicht vordringt. Der Mann, der diese Torzeichnungen in einem Notizbuch gesammelt und die kleinen Geschichten der Torschützen dazu niedergeschrieben hat, heißt Javier Cáceres und ist Sportredakteur, ich sage gern Sportreporter, der Süddeutschen Zeitung. Ich habe mit ihm viele Nachmittage oder Abende in den beiden wichtigsten spanischen Fußballstadien verbracht, dem Bernabeu und dem Camp Nou. Wir waren nicht auf derselben Seite. Immer wenn Real Madrid ein Tor schoss, habe ich vor Begeisterung seine Schulter malträtiert. Gelegentlich habe ich ihn gefragt, wann er endlich was aus seinem Notizbuch mit den Torzeichnungen macht. Vor 12 Jahren zum Beispiel, vor 10 Jahren, vor 6 Jahren. Und jetzt hat er es geschafft. Beim Torjäger würde man sagen, der Knoten ist geplatzt. Meine Gesprächspartner heute sind Jürgen Kaube, Herausgeber im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und Javier Cáceres, der vor vielen Jahren die geniale Idee hatte, ein Buch zu machen mit dem Titel Tore wie gemalt. In seinem Nachwort schreibt der Autor, sein Buch kreise um seltene Augenblicke makellosen Glücks. Dazu gleich mehr. Und weiter, das Leben stürzt uns in viele Taten und Erlebnisse, die Reue und Schuldgefühle hervorrufen können. Es müssen nicht einmal Untaten sein. Sogar zu viel lieben können wir. Aber es wird sich wohl nie jemand finden lassen, der es bereuen könnte, ein Tor geschossen zu haben. Heute ist Sonntag, der 5. Mai 2024. Ich bin Paul Ingendey und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich begrüße jetzt im FAZ-Bücher-Podcast Javier Cáceres, Autor des Buches Tore wie gemalt, um das es heute gehen soll, und Jürgen Kaube, Fußballfan, Werder Bremen-Fan, bekennender. Mitglied. Okay. Das wusste ich nicht. Ich war Balljunge bei Werder Bremen. Lange her. Dann habt ihr natürlich nachher auch noch was zu bereden. Dann wird's nett. Ja. Genau. Wir sind hier heute nicht nur Büchermenschen, sondern auch Fans und werden versuchen, das unter Kontrolle zu halten. Meine erste Frage lautet, Tore, die uns geprägt haben, Tore, die wir in der Kindheit oder Jugend gesehen haben, erste Begegnung mit dem Platz, mit dem Stadion. Was sind die tiefsten Eindrücke aus der Kindheit oder Jugend? Also aus dem eigenen Erleben, jetzt wo ich mich sozusagen geoutet habe als früherer Balljunge, muss ich sagen, ist es ein Tor, das nicht fiel, nämlich der Elfmeter von Kutzop. Ich war bei der Szene im Stadion als Balljunge und in meiner Erinnerung im Grunde in der Verlängerung der Schussbahn des Balles. Und ich muss sagen, ich mache mir bis heute Vorwürfe, weil dieses Klacken des Balles am Pfosten, diese vergebene Chance, den Titel zu gewinnen, das hat mich ein paar Tage beschäftigt damals. Von welchem Jahr sprechen wir? Oh, das muss mindestens 1984 so um den Dreh gewesen sein. Also ich müsste es googeln, wie man es heutzutage macht. Aber das war die Zeit ungefähr. Also Zeichen deiner Jugend. Herr Kaube, wie sieht es aus? Ich glaube, das erste Fußballspiel, das ich bewusst wahrgenommen habe, war das Halbfinale der Deutschen gegen die Italiener in Mexiko damals, 1970. Und das war ja so ein Spiel, von dem man irgendwie dachte, wie bei vielen guten Spielen, dass es nie aufhört. Und natürlich war dieses merkwürdige Tor von Karl-Heinz Schnellinger so ein, für den damals Achtjährigen, so eine Sache.
Ich habe dann nachträglich erfahren, dass Schnellinger behauptet hätte, er sei im Strafraum der Italiener nur gewesen, weil er schon auf dem Weg in die Kabine gewesen sei. Ich halte das so ein bisschen so für so einen Kölner Joke. Aber er war, wenn man das Spiel nachträglich sich anschaut, doch dann immer offensiver, rückte immer mehr vor. Und ja, und dann ging es ja erst richtig los, weil dann ja eine Verlängerung folgte mit mehr Toren, als normalerweise in Verlängerungen folgen. Ich habe mal anlässlich eines kleinen Aufsatzes mal nachgeguckt bei so WMs und EMs. Normalerweise fallen in Verlängerungen gar keine Tore. Mhm. Das ist das 0-0 in der Verlängerung, ist der Normalfall. Und da waren es dann zwei für die Deutschen und drei für die Italiener. Fünf insgesamt. Jetzt erinnere ich mich, dass wir neulich einen E-Mail-Wechsel hatten darüber, dass Sie konnten das Spiel sehen und ich durfte es nicht sehen, obwohl ich älter bin. Ja. Es ist zutiefst unfair. Sehr ungerecht. Und meine tiefste Erinnerung an dieses Italien-Spiel ist unfairerweise die Schlagzeile der Kölnischen Rundschau am nächsten Tag: Pech für die deutsche Elf, 3-4 gegen Italien. Es ist einem eingebrannt, dem damals Neunjährigen. Wir wollen uns mal über das Buch beugen. Das ist ein ganz ungewöhnliches Buch, weil es ja sowohl Kunst wie auch Text enthält. Und vielleicht mal kurz an den Autor Javier Cáceres. Die Idee zu diesem Buch ist schon sehr alt und ich durfte vor 10-12 Jahren ein bisschen darüber hören. Aber da war es noch im sozusagen Manuskript- oder Notizbuchstatus. Also die Idee zum Buch, könnte ich jetzt gar nicht sagen, wann die entstanden ist. Sagen wir mal, es ist die Idee zu dem, was dieses Buch jetzt geworden ist, die ist sehr alt. Das war irgendwann mal Ende 2005, als ich in Chile war und für ein anderes Buch recherchiert habe, eine Serie über die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften, und ich bin nach Chile gereist und habe dort Leute getroffen, die entweder direkt oder mittelbar zu tun hatten mit der WM 62. Und ich saß eines Abends mit Leonel Sanchez, einem Stürmer aus Chile, zusammen und habe mich mit ihm über die WM unterhalten. Das war einer der großen Stars der chilenischen Nationalmannschaft jener Tage, spielte bei Universidad de Chile. Und er erzählte mir sein Tor. Und er erzählte mir das, also malte mir das aus und versuchte es mir zu schildern. Und ich konnte es mir nicht vorstellen. Und ich kam irgendwann an den Punkt, dass ich ihm gesagt habe, ich verstehe nicht, wie dieses Tor gefallen ist. Das war ein Tor gegen Lev Yashin. Er war unfassbar stolz darauf, weil es gegen Lev Yashin war. Und aus einem Grund, den ich jetzt nicht erklären kann, habe ich ihn gefragt, ob er mir das nicht aufzeichnen könne. Und hatte dann eine Skizze in der Hand und guckte mir die am nächsten Tag an und sagte, oha, das ist eigentlich eine lustige Sache sozusagen. Und habe auch weitere Spieler getroffen im Rahmen dieser Reise. Ich war dann auch in Argentinien und bin auf die Idee gekommen, die alle das zu fragen. Und daraus entstand irgendwann eine Sammlung. Und es war teilweise auch, wie soll ich sagen, so eine Art Running Gag bei Interviews, bei Begegnungen mit Fußballern, die nach ihrem berühmtesten, spektakulärsten, schönsten Tor zu fragen, ohne jetzt einen Sinn zu haben, das irgendwann mal zu veröffentlichen. Das kam dann aber mit der Zeit, weil die Sammlung einfach anwuchs und ich gemerkt habe, dass diese Spieler unglaublich gern sich an so etwas erinnerten und auch bereit waren, interessanterweise das aufzuzeichnen. Und ich hatte halt immer so ein kleines Moleskine-Büchlein dabei, das ich eigentlich nur zu diesem Zweck dabei hatte bei Gesprächen. Und ja, je mehr Spieler dort ihr Werk hineingezeichnet hatten, umso einfacher wurde es, mit Fußballern ins Gespräch zu kommen über genau diese Frage, welches ihr schönstes Tor war und wie sich das auf dem Platz dargestellt hat. Das ist ja das ungefähr der Kern dieses ganzen Buchs. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir damals drüber sprachen. Wir haben ja doch viele Abende entweder im Camp Nou oder im Bernabeu geteilt und immer auf verschiedenen Seiten natürlich. Und ich habe immer wieder gefragt, wann kommt das denn mal als Buch? Jetzt ist es da, jetzt möchte ich Herrn Kaube mal fragen, wenn man das Ganze jetzt hat, was sind so, abgesehen natürlich von der natürlichen Begeisterung oder Erinnerung an Tore, die ja bei vielen Toren da ist, was macht denn dieser kumulative Effekt der Texte und der Zeichnungen? Was macht das mit einem? Naja, es ist eine ganz ungeheure Variationsbreite. Also wenn die Spieler gefragt werden, was ihr wichtigstes oder schönstes Tor ist, dann unterscheiden sie schon zwischen dem wichtigsten und dem schönsten. Denn häufig erinnern sie sich an Tore, die man jetzt nicht wirklich als schön bezeichnen kann. Nehmen wir Gerd Müller mit dem 2-1 damals im Endspiel gegen die Niederlande. Das war ja kein schönes Tor. Das war so ein typischer Müller, ich drück's über die Linie, Ball.
Es gibt sogar einen Spieler, der sagt, mein wichtigstes Tor war eigentlich eine Flanke und gar kein Tor. Ich weiß gar nicht mehr. Lilian Thuram, ja. Genau. Was nicht mal ein Profitor war, das ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte, weil er erzielt 2 Tore mit der französischen Nationalmannschaft am 8. Juli. Er schreibt eine Autobiografie, die nennt sich Geboren am 8. Juli 1998 bei der WM. Aber er wählt tatsächlich ein Tor aus der Jugendzeit. Ein Tor, das niemand gesehen hat, von dem er wusste noch den Gegner, wusste noch den Umstand, dass er eigentlich nur dieses Spiel bestritten hat, um in einen Club reinzukommen, den ihn eigentlich nicht aufnehmen wollte. Und er zielt dann, ich glaube, es waren 4 Tore von 5. Und ein besonders schönes, ja. Dann ist die Variationsbreite der Schönheiten ist auch sehr groß. Es gibt die Fernschüsse, es gibt die Fallrückzieher, es gibt den Volley-Schuss nach einem vorhergehenden Lupfer. Ich glaube, einen habe ich mir notiert, Tostao, der hat gleich 3 Lupfer gemacht. Ja. Angeblich, man kann das Tor nicht mehr anschauen, ja. Aber also es gibt es nicht auf YouTube. Aber also ganz unterschiedliche Schönheiten. Dann gibt es das Tor, manche ein, zwei Spieler sagen, das war das Tor, mit dem ich mich bekannt gemacht habe. Also, Max Firmoroso. Ja, mit dem ich mich vorgestellt habe sozusagen. Und dann natürlich, ein Spieler sagt ganz zu Recht, ja, wenn man schon 4-0 führt und schießt dann mit das 5. Tor und es ist schön, dann ist es zwar schön, aber es ist nicht wichtig. Also wie entscheidend das Tor ist, das trägt auch zur Aura des Ganzen bei. Also diese Tore, letzte Minute 1-0 oder 1-1, man kommt noch in die Verlängerung. Also das ist erstmal ganz interessant. Das ist für diesen Begriff schönstes Tor, das präjudiziert gar nichts. Das sind sehr, sehr viele Arten, in denen ein Tor schön sein kann. Bei mir ging es so, dass ich zuerst dachte, ist es jetzt eine Schachtel Konfekt? Und zwar eine XXL-Größe Konfekt. Und ich futter jetzt das Konfekt ein Tor nach dem anderen und werde ich irgendwann übersatt. Und das Kuriose war, nein. Ich fand eigentlich, dass diese ganze Vielfalt, das Phänomen Tor und Jubel und Stolz und Erinnerung noch vertieft hat. Das war mein Eindruck. Ich weiß nicht, beim Sammeln ist es wahrscheinlich dir auch so gegangen. Beim Sammeln, ja. Ich glaube, das, was mich tatsächlich so im Nachhinein, wenn man das alles nochmal sich komplett vor Augen führt, am meisten überwältigt, ist dieser Moment der Freude. Ja, das ist, glaube ich, der gemeinsame Faktor, den die haben. Das ist eine unbändige und völlig einfach naive, infantile Freude. Und in einer Form weist das zurück zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, also diese Erinnerung an die eigene Kindheit. Weil wenn man mal angefangen hat, Fußball zu spielen, dann fängt man an, davon zu träumen, dass man genau das macht, was da in diesem Buch auch drin ist. Also ein besonders entscheidendes Tor, ein besonders wichtiges Tor, ein besonders relevantes Tor. Irgendwas, worauf man dann irgendwie zurückblicken kann. Dieser Moment des Glücks einfach, ja. Ja, das komplett uneingeschränkt. Das finde ich das Faszinierendste an diesen Schilderungen, weil was war mein größter Glücksmoment, sagen wir mal, im privaten Leben, wie wahrscheinlich bei vielen, die Geburt meiner Tochter. Einer sagt, das ist mein bestes Tor war meine Hochzeit. Ja, genau, Altafini, Ex-Altafini sagt das. Aber ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern, wo ich das Kind im Arm hielt und unmittelbar danach eine Form von Verantwortung verspürte, die mich mein Leben lang begleiten würde. Und das ist, um das bereinigt, glaube ich, ist so ein Tor. So stelle ich mir das vor. Das heißt, es ist die Freude ohne Verantwortung. Exakt. Es gibt etwas, was wir unbedingt zitieren müssen. Du hast es geschafft, Valdano, der ja doch einer der eloquentesten Spieler überhaupt ist, die es jemals gab, der viel schreibt. Er hat die schönsten Formulierungen eigentlich über Fußball, würde ich sagen. Ja, ja. Es ist ein Glücksfall für diesen Sport, würde ich sagen, weil jemand, der aus diesem Sport kommt, der diesen Sport verstanden hat, der diesen Sport selber gespielt hat auf höchstem Niveau und dann darüber so reden kann und schreiben kann wie er, das ist einfach, ich glaube, im deutschen Sprachraum nicht zu finden. Mir fällt niemand ein. Das muss auch aus Argentinien kommen. Das kommt noch dazu, ja, würde ich sagen. Wo es, glaube ich, auch ja eine Form von Literatur gibt, seit Jahrzehnten, die ihresgleichen sucht. Ne, also Osvaldo Soriano, Roberto Fontana Rosa, Sancheri. Ja, also es gibt wirklich Autoren, die über Fußball schreiben und nichts anderes. Exakt. Ja, ja, nee, nicht nur über Fußball, aber einfach. Sancheri im Grunde hat ja die Fußballgeschichte geprägt. Ja, ich möchte ganz kurz von dem Valdano, einfach um unserem Publikum auch Lust zu machen, aus seinem Vorwort zu diesem Buch Tore wie gemalt, ein kleines Zitat. Alles Beweise dafür, dass es keinen besseren Wahnsinn gibt. Es gibt auch keine stärkere Nahrung fürs Ego. Es ist gut, dass ein Tor der Mannschaft dient, aber was für eine Ehre, dass ich es war. Ich, Tor, Tor, Tor. Ich fand's herrlich und es stimmt, weil es zieht sich durch die Texte, was du vorhin auch mit infantil, es ist ja im Grunde kindlich,
schön, reine Freude, ohne Verantwortung, ohne Morgen. Ne? Der Fußball ist ja eigentlich auch geschichtslos, weil ja jeder Erfolg löscht eigentlich frühere ein bisschen aus und muss dann wiederholt werden, um zu bleiben. Und es kann halt nichts bleiben. Ich hätte eine Bitte, einfach um mal so richtig reinzugehen, in die Vielfalt dieses Buches. Gibt es jetzt jeder mal hier ein Tor oder eine Schilderung eines Tores oder eine Zeichnung eines Tores, die uns besonders bezaubert hat? Es gibt ja viele von denen, aber wählen wir mal jeder eine. Herr Korbe. Es darf eins von Werder Bremen sein. Ich habe viele Tore kennengelernt durch das Buch. Und man kann das Buch ganz gut nutzen, wenn man parallel YouTube anmacht. Das ist eine hohe Zahl dieser Tore ist festgehalten. Manchmal muss man ein bisschen gucken. Da werden die 20 besten Tore irgendeines Spielers gezeigt. Und dann muss man halt ein bisschen schauen, welches war es denn jetzt, das er meint. Aber das ist ein großes Vergnügen. Und dann gibt es natürlich die Tore, an die man sich selbst erinnert. Also ich glaube, niemand im deutschen Fußball wird das Tor von J.J. Okocha jemals vergessen, wie der da im Strafraum, und es stehen ihm irgendwie, ich weiß nicht, eine unbestimmte Zahl von Gegnern gegenüber, 4, 5 Stück und so, und er dreht sich nach links und er dreht sich nach rechts und dann geht ein Stück nach hinten und man sagt, wann schießt er denn endlich? Und dann so am Schluss, als man schon fast glaubt, die nehmen ihm den Ball jetzt nochmal ab, schießt er ihn einfach rein. Und das ist so etwas, ich werde diesen Namen nie vergessen. Es ist tatsächlich wirkliche Schönheit, oder? Dieser Augenblick. Dieses Verzögerns, das nicht, und was sind diese Sekunden oder auch nur Sekundenbruchteile in der Spannung darauf zu warten und zumal eben als jemand. Sie haben es in der Erinnerung noch, ne? Ich habe es noch in der Erinnerung. Ich meine, ich muss die Sportschau gesehen haben, ich war nicht im Stadion, aber, und die haben das natürlich, das ist dann 100-mal wiederholt worden, war wahrscheinlich Tor des Monats, vielleicht sogar Tor des Jahres, ich weiß es nicht, aber zigfach gesehen. Mhm. Und es gibt ein paar solche Tore, jetzt nicht von diesem Typ, aber wo ein Spieler etwas macht, wo man denkt, er ist nicht ganz bei Trost. Er hat drei irgendwie so Schränke vor sich und er geht mitten durch die, also er weicht nicht aus, sondern geht mitten durch die durch, dreht sich einmal um, schießt ihn rein. Das ist auch eine Art der Schönheit von Toren, dass so ein, mit diesem Ich, dass sich so eine Verrücktheit durchsetzt. Manchmal. Oft scheitert, meistens scheitert es ja, aber. Die Frage kann ich gar nicht so richtig beantworten, ohne jetzt zu vergessen, wie diese Zeichnungen teilweise entstanden sind. Und um ein anderes Tor zu nennen, was mir besonderes Vergnügen bereitet hat, war ein Tor, das ich selber nicht gesehen hatte, aber das ich sozusagen gelesen hatte in der Gazzetta dello Sport vor vielen, vielen Jahren. George Weah gegen Hellas Verona, AC Mailand. Ein Tor, das wirklich sehr lang ist, im eigenen Strafraum beginnt und er also quer über den ganzen Platz rennt wie Diego Maradona, nur doppelt so lang sozusagen, wie Maradona 1986, nur doppelt so lang, und dann das Tor schießt. Und ich kann mich tatsächlich also vage daran erinnern, dass die Gazzetta dello Sport eine Skizze angefertigt hat, wie dieses Tor war. So. Ich habe Weah getroffen in Johannesburg 2010 bei der WM und er hat das aufgemalt. Und das Lustige an dieser Geschichte war, dass er das Feld aufgezeichnet hat, seine Gegenspieler, so wie sie auf dem Platz positioniert waren, und dann die Linie gezeichnet hat, wie er gelaufen ist. Also der hatte sozusagen vor Augen, wie die Gegenspieler auf dem Platz waren. Ich habe es jetzt nicht hundertprozentig abgeglichen. Wahrscheinlich ist da ein Gegenspieler zu viel oder einer zu wenig. Ich glaube, er hat aber 7 eingezeichnet. Oder es waren 7. Ja. Ich habe es heute nachgeguckt. Also ja. 7 ja. Stück, das muss man sich mal vorstellen. Er beschreibt ja den herrlichen Augenblick, wenn ich es kurz sagen darf, wie er sich um die eigene Achse drehen muss, um weiterzukommen. Genau. Ja. Auf der Hälfte etwa. Ja. Und eine andere lustige Entstehungsgeschichte ist Pelé. Jetzt von Alantes do Nascimento. Den habe ich bei der WM 2006 getroffen zum Interview. Und habe ihn tatsächlich das gefragt, was ich vielen in einer sozusagen hilflosen Form gefragt habe, was war dein wichtigstes, spektakulärstes, schönstes Tor. Und er ging das tatsächlich dann durch. Also ich habe jetzt für die Erarbeitung des Buches eher zufällig und zum Glück die Tonbandaufzeichnung gefunden. Und er schildert dann, dass das wichtigste Tor seiner Karriere das Tor gegen Wales war, an das ich überhaupt keine Erinnerung hatte natürlich. 58, es war ein 1-0. Also damit kam Brasilien weiter. Das schönste Tor in seiner Erinnerung war das Finaltor gegen Schweden, was relativ bekannt ist, also ein ikonisches Tor, auch so ein Lupfer-Volley-Schuss im Finale gegen Schweden als 17-Jähriger. Und das schwierigste Tor, sagte er, und danach hatte ich ihn sicher nicht gefragt, war das 1000. Tor per Elfmeter im Maracana, wo alle Welt wochenlang auf ihn guckte und wartete, dass Pelé endlich das 1000. Tor schießt. Er geht dann, das ist auch ein sehr berühmtes Bild, weil er geht ins Tor hinein, schnappt sich den Ball und küsst ihn. Als ich Pelé dann getroffen habe, 2006,
hielt ich ihm mein Moleskine-Büchlein mit den anderen Zeichnungen hin und bat ihn, das aufzumalen. Und dann lachte er und ließ sich von einem Assistenten einen Filzschreiber geben, wollte meinen Kugelschreiber, ich hatte nur einen Kugelschreiber dabei, den wies er zurück und nahm einen Filzschreiber und fing an zu malen. Und ich saß ihm gegenüber und ich konnte natürlich nicht erkennen, was er machte. Und aufgrund dieser Tonbandaufzeichnung weiß ich heute, der hat da 2 Minuten lang dran gesessen, was relativ lange ist für so eine Zeichnung, und hat dann den Rasen gemalt, das Tor, ein Stück Netz, den Ball und die Zahl 1284, 1284, also die Gesamtzahl seiner Tore. Und hat das dann unterzeichnet, reichte mir das zurück und sagte, alle meine Tore waren wichtig. Ja, herrlich. Das mit dem Elfmeter ist übrigens interessant. Es gibt, glaube ich, nur noch einen einzigen anderen Spieler, der sagt, mein wichtigstes Tor war ein Elfmeter, ein Franzose, Raymond Coppa. Und ich habe eine kleine Anekdote aus Bremen sozusagen, als Claudio Pizarro in einem Bundesligaspiel das Tor schoss, das ihm zum erfolgreichsten Torschützen von Werder Bremen machte, war ich im Stadion. Direkt neben mir war Marco Bode, der bis dahin der erfolgreichste Torschütze war. Und Pizarro schießt also dieses Tor und alle drehen sich so ein bisschen zu Marco Bode um, sagen, ja, jetzt bist du nur noch Zweiter. Und Marco Bode sagte ganz cool, bei mir waren keine Elfmeter dabei. Also ja. Ich habe echte Tore geschossen. Es gibt ja auch den berühmten Satz von Pelé, der sagt, dass Tore per Elfmeter zu erzielen, ist eine feige Art, Tore zu erzielen. Ich möchte auch hier nochmal auf die Textqualität kommen, denn die Texte sind ja sehr unterschiedlich. Bei fast allen hast du, wenn man so will, jetzt den Text aufgezeichnet. Ne? Das haben die ja nicht geschrieben, sondern sie haben es gesprochen. Du hast es aufgezeichnet, kann man sagen. Und sie haben es ein bisschen geschönt. Also Ailton hat niemals so hochdeutsch gesprochen, wie er bei Ihnen im Buch ist. Es ist übersetzt. Ja. Übersetzt. Ich möchte jetzt hier wirklich, weil es eines der zauberhaften, wirklich vielen zauberhaften Zitate aus diesem Buch oder überhaupt Prosastücke aus diesem Buch. Ich frage jetzt nicht, wer war es, weil du weißt es natürlich eh als Autor des Buches. Und ich weiß nicht, Herr Kaube, Sie werden sich vielleicht auch... Er nennt den Namen selber. Ich fange mal an. Ecke. Hier stand einer, hier stand einer, hier stand einer, hier stand einer, hier stand Jimmy. Alles war gedeckt. Der Ball kam schön rein. Ich heb ihn über diesen einen Spieler hinüber und hau ihn in den Winkel. Das musst du dir bei YouTube anschauen. Das ist ein sehr lustiger Kommentar von Jimmy Hartwig. Fantastisch. Und der ist vor allem lustig, wenn man das dann macht bei YouTube, sieht man, dass er ihn überhaupt nicht in den Winkel haut. Also er ist so links halb hoch. Also da. Aber der Lupfer ist sensationell. Das Tor ist trotzdem toll. Ja, ja. Aber man sieht, wie die Erinnerung das dann noch perfektioniert und sagt, er muss jetzt auch noch im Winkel gelandet sein. Genau, er ist nicht im Winkel. Wobei mein Eindruck ist, es ist tatsächlich, also die meisten erinnern sich, haben eine so dermaßen gestochen scharfe Erinnerung an ihre Tore, die ist wirklich faszinierend. Pablo Forlán, der Vater von Diego Forlán, das war auch ein sehr bekannter uruguayischer Nationalspieler, 60er, 70er Jahre. Und der erinnerte sich, also der malt sein Tor auf, ein Freistoßtor im Estadio Centenario von Montevideo und schreibt links und also vorne, sagen wir mal, die Namen der Tribünen auf. Also der hat noch vor Augen die Himmelsrichtung, in die er geschossen hat. Und das habe ich bei sehr vielen wiedergefunden. Ein paar, sagen wir mal, die verzerren das so ein bisschen, ist auch normal. Also die Erinnerung ist halt trügerisch manchmal. Also Van Basten hat zum Beispiel, war weiter weg als das, was, Entschuldigung, war näher dran am Tor als das, was er dann aufzeichnet. Aber im Grunde ist das alles von einer Eindeutigkeit, die ist echt, also das ist wirklich schwierig, da in Anführungszeichen Fehler zu finden in der Erinnerung dieser Spieler. Roberto Carlos, der diesen kurvenreichen Freistoß geschossen hat, erinnert es sich noch daran, dass er nicht auf das Tor geschaut hat, sondern auf die Postreklame neben dem Tor. Das ist sein Fixpunkt gewesen, das fand ich auch sehr. Oder Marcel Janssen, der ein Tor schießt, das funktioniert irgendwie so, es kommt so von links ein Ball in den Strafraum, er wird so halb rausgeköpft. Er macht einen ersten Schuss, von dem man schon annehmen konnte, der geht rein, der geht nicht rein. Und er erinnert sich daran, und das sieht man dann auch in der Aufzeichnung, dass er sich an den Kopf gefasst hat. Und in derselben Sekunde, in der er sich an den Kopf fasst, kommt der Ball nochmal zu ihm zurück. Und er macht einen Fallrückzieher und das Ding ist drin. Also auch das sehr, sehr präzise Erinnerung. Ja. Das ist schon irre. Das können die wirklich im Schlaf erzählen. Das ist eine. Und die haben ja, also die haben ja viele teilweise Spiele wirklich richtig und viele haben auch viele Tore. Ja. Es gibt Ausnahmen. Es gibt ein paar Spieler, die sagen, ja, mein schönstes Tor, so viele habe ich gar nicht geschossen. Bergomi sagt, mein erstes Tor war mein schönstes und ich habe nachgeguckt, danach kommen nur noch 22 in 519 Spielen. Also der musste sich nicht an viel erinnern, was Tore angeht.
Aber viele sind ja Leute, die hunderte, tausende von Toren geschossen haben in ihrem Leben. Ja. Es gibt noch einen anderen Aspekt neben den vielen, die wir so anschneiden. Das ist die Perspektive der Erinnerung. Also ich habe von Freunden aus Madrid, die Atletico-Fans sind, so oft Anspielungen auf das 0-4 gegen Bayern gehört. Ja, es war ja ein Wiederholungsspiel. Erstes Spiel war 1-1. Und da mit hatte dem berühmten schwarzen Becktor. Ja. Oh, sind wir schon wieder bei, oder nicht schon wieder, sind wir bei den Toren, die fehlen sozusagen. Genau. Aber dieses schwarzen Becktor, was also das Wiederholungsspiel ermöglicht und die Schilderung dann, was es bedeutet hat, damals am Mittwoch gespielt zu haben und am Freitag wiederholen zu müssen, ohne ein Hotel in der Stadt zu haben, ohne einen Trainingsplatz zu kriegen und wie die dann trainiert haben und die können eigentlich nicht mehr. Ja, genau. Und das erzählt Uli Hoeneß. Mhm. Und ich musste bei dem Namen Uli Hoeneß denken, wie unfair, dass wenn ein deutscher Fußballfan diesen Namen hört, denkt er an den verschossenen Elfer. Das heißt, hier ist ein Mann, an dessen Spielkunst sich eigentlich ein Versagen heftet. Und er erzählt jetzt mal ein tolles Tor und er sagt, das war das Spiel meines Lebens, das 4-0 gegen Atletico. Also im Grunde, glaube ich, lässt dieses Buch auch Gerechtigkeit widerfahren, denen, die, in dem Fall Hoeneß, immer nur als Witz, im Grunde als Witzfigur, herhalten müssen, weil sie einen Elfer verschossen haben. Mag sein, klar, der Elfmeter von Belgrad ist natürlich wahnsinnig prägend für die Vita von Uli Hoeneß. Der hat ja relativ kurz danach eigentlich seine Karriere beendet und im Grunde hat er keine Möglichkeit gehabt, das zu korrigieren. Aber es war natürlich ein fantastischer, also nach all dem, was ich gesehen habe und was ich geschildert bekomme von älteren Kollegen, von Kollegen von ihm. Es war ein toller Spieler. Ein wahnsinnig toller und wahnsinnig schneller Spieler. Genau, er war ein schneller Spieler, aber es war die große Zeit von Breitner und Hoeneß, den jungen Bayern-Talenten, die dann in die Nationalmannschaft kamen und so gespielt haben, wie sie gespielt haben. Das war für mich auch schön, weil es ja Hoeneß, weil er eben langlebig ist und eine große Karriere als Manager hat. Es führt natürlich dazu, dass bestimmte Leistungen ein bisschen blockiert sind, ne, in der Erinnerung. Und das war schön, mal ihn zu lesen. Was ist mit den Texten, die wir hier lesen? Die sind von sehr unterschiedlicher Qualität, auch Länge. Ja. Herr Kaube, was fällt Ihnen da auf? Es gibt Del Piero, der sagt einfach nur, das war mein Tor gegen so. Und dann gibt es Oliver Bierhoff, der setzt irgendwie so einen meterlangen Text ab für seinen Golden Goal. Also ist, glaube ich, der gesprächigste neben Netzer vielleicht. Kommentiere. Ja, Netzer auch. Wobei Netzer im Grunde genommen mehr zu erzählen hat, weil die Situation natürlich schon im Training begann und in der Kabine. Und wollen wir das mal kurz da reingehen, weil es ist für mich eines der traumatischen Tore. Ich als Köln-Fan, ich weiß noch, dass also Herbert Neumann das 1-1 geschossen hat und wir gehen in die Verlängerung im Pokalspiel Köln gegen Mönchengladbach. Ich war noch sehr klein und dann kommt Netzer rein und macht dieses Tor. Aber dass er das so erzählt, dass er sozusagen sich selber eingewechselt hat oder die Kameraden, also war Christian Kulik, ich weiß nicht, Lefebvre oder irgendjemand war so halb ohnmächtig. Der Christian Kulik hat Christian Kulik, ja genau. Geh doch rein jetzt. Fiel ihm praktisch vor die Füße und sagte, ich kann nicht mehr. Und offenbar war Weisweiler nicht geneigt, seine Ablehnung zu überwinden und hat das dann irgendwie so. Ja, es ist ja das letzte Spiel von Günter Netzer bei Borussia Mönchengladbach, bevor er zu Real Madrid wechselt. Und man wusste und schon, weiß, dass er genau, zu Real Madrid wechselt. Und Weisweiler war stinksauer und wollte ihn nicht aufstellen. Ja, ja. Deswegen im Grunde. Mhm. Und deswegen saß er auf der Bank, bekam das eröffnet, das erzählt er, dass er nicht spielen würde beim morgendlichen Spaziergang am Finaltag. Und fasst für sich den Entschluss, das Hotel zu verlassen und die Mannschaft auch. Also packt, geht aufs Hotelzimmer, packt seine Koffer und geht an den Mannschaftskameraden und in der Lobby vorbei und sagt, ich bin tschüss, ich bin da mal weg. Was natürlich eine große Verblüffung bei den Mitspielern hervorruft, die sagen, sag mal, wir spielen jetzt 10 Jahre mitten zusammen, du kannst jetzt nicht einfach abhauen. Wirklich, also was ich nach gerade rührend finde, also Netzer war natürlich in seinem, glaube ich, in seinem Stolz in gewisser Weise verletzt durch die Entscheidung von Weisweiler, aber stand schon so über den Dingen, dass er sagte, okay, wenn Sie meinen, dann bin ich halt weg. Und dann dreht sich's ja um. Er markiert diese Distanzierung von der Mannschaft und von Weisweiler dadurch, dass er nicht in den Mannschaftsbus steigt, sondern im Ferrari hinterherfährt ins Stadion. Und sich dort umzieht, auf die Bank setzt und zur Halbzeit eingewechselt werden soll, weil das Publikum anfing zu murren. Ich verstand, dass Netzer nicht spielt und so weiter und so fort. Und Netzer sagt, ich lehne es ab. Nee, jetzt nicht. Also die Jungs, die spielen gerade so fantastisch. Ich kann da jetzt nichts machen. Ich kann denen nicht helfen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Und er wechselt sich erst ein in der Pause der Verlängerung, weil
da ihm tatsächlich einer quasi vor den Augen kollabiert. Und dann passiert das Unwahrscheinliche. Er sagt selber, Bonhoeff spielt einen Pass, den er so vorher nie gespielt hat. Exakt. Das kann ich nicht überprüfen, aber ist jedenfalls eine gute Geschichte. Ja. Und der Ball trumpft so auf, dass er den Ball gar nicht richtig erwischt. Dass er eigentlich einen flachen Ball so halb als Wolle kriegt, so als sehr flachen Wolle. Und dann in der Tat diesmal wirklich in den Winkel schießt, zimmert. Ja. Es ist auch einer der Texte, der tatsächlich ein bisschen Sozialgeschichte von Günter Netzer uns erzählt. Der Ferrari, sein Rebellentum. Wie hieß es damals? Rebell am Ball, glaube ich. Oder war das Wolfgang Overaths Autobiografie? Nee, das war Günter Netzer. Rebell am Ball. Er kam aus der Tiefe des Raumes, daran kann ich mich erinnern. Genau, das war Karl. Und das Buch von Wolfgang Overath hieß Ja, mein Temperament. Das sind Fußballerbücher. Dieses ist von anderer Qualität, weil es doch wahnsinnig kondensiert und schön ist. Ich möchte noch mal eine Sache erzählen, die mich auch bezaubert hat, nämlich von Krol. Rüd Krol, der sagt, ein Tor? Ich weiß nicht so recht. Denn ganz ehrlich, es gibt eigentlich kaum etwas, was mir mehr Stolz bereitet als meine Flanke zum 2:0 bei der WM 74 gegen Brasilien. Das fand ich absolut zauberhaft. Ja, natürlich. Ich meine, Fußball ist ein Spiel, in dem nicht viele Tore erzielt werden im Vergleich zu Basketball oder auch Handball oder American Football oder Baseball. Also ist die, wenn man so will, die erfolgärmste Sportart, die man sich vorstellen kann. Deswegen ist es dann aber auch so wichtig. Manchmal liegen Mannschaften 1:0 uneinholbar mit 1:0 in Führung. Ja, und manchmal schießen sie das 1:0 in der 9. Minute und danach fällt kein Tor mehr. Also das ist in anderen Sportarten praktisch. Felix Magath schildert genau das. So, ja. Ist das in anderen Juventus, Sportarten ist das gar nicht. HSV Juventus 1983. Ja. Welche Beziehung stellen wir her, wenn wir haben eine Zeichnung immer in dem Buch, das ist das Muster des Buches, eine Zeichnung und wir haben links daneben einen Text, der vielleicht auch noch auf eine zweite und dritte Seite geht, wenn es lang wird, aber ganz oft genügen 10 Zeilen oder 20 Zeilen, um dieses Tor zu beschreiben. Welche Beziehung stellen wir hier zwischen Text und Zeichnung? Erkennen wir immer wieder auf der Zeichnung, was erzählt wird? Nein, oft erkennt man das Tor auf den Zeichnungen auch nicht wieder. Es gibt Spieler, die malen einen Torkasten, ein Kreuz für sich und machen einen Strich und ist dann die Zeichnung des Tores. Ja. Das ist ja auch nicht einfach. Nee, das ist ja auch nicht einfach ein bewegtes Geschehen. Das Buch würde nicht funktionieren. Das würde als Buch nicht funktionieren, wenn man nur die Zeichnung hätte. Bei einigen Toren weiß man das ganz gut. Bei anderen ist das in der Tat. Manche schreiben die Namen der Gegenspieler hin oder malen sogar so kleine Männchen. Mhm. Andere begnügen sich mit so einem X für die. Ein einziger ist einen fliegenden Torwart richtig mit Körper gemalt. Ich müsste jetzt in meinen Notizen gucken, wie das ist. Da war ich sehr gerührt, weil das den Torwart achtet, den Gegner beim Tor. Woran ich mich erinnere in jedem Fall, ist, dass Xabi Alonso, der schießt den Elfmeter beim 3:3, bei dem unglaublichen Finale von Istanbul, Liverpool gegen AC Milan, dass der sich daran erinnerte, dass der brasilianische Torwart Dida riesengroße Hände hatte. Und wenn man sich das Bild genau anguckt, dann versucht er auch, dem Torwart wirklich riesengroße Hände zu malen im Vergleich zum restlichen Körper. Es geht diese wunderbare Stelle bei Xabi Alonso ungefähr so, weil es einfach zu schön ist. Der heutige Leverkusen-Trainer. Ne? Genau. Also großer Trainer geworden innerhalb von wenigen Monaten. Milans Torwart Dida hatte riesige Hände und einen guten Riecher. Er parierte meinen Schuss. Im Nachschuss traf ich ins Tor, denn ich bin so schnell gelaufen wie nie zuvor in meinem Leben. Das, finde ich, erhebt diese Schilderung zur Poesie. Mhm. Es ist wirklich eine existenzielle Dringlichkeit manchmal in diesen Schilderungen. Und dasselbe Gefühl hatte ich bei Jean-Marie Pfaff, einem der wenigen Torwarter, die mal Tore machen, als er dann sagt, und zum ersten Mal habe ich gemerkt, wie ein Spieler sich fühlt, der schlecht spielt, aber dann das entscheidende Tor schießt. Großartig. Ja, also auch da ist eine Art von Freude und eine unbekannte Freude für den Torwart. Ja, also wir lernen wirklich etwas daraus. Und wo wir gerade bei den Elfmetern waren, also auch eins der Tore, die ich wirklich lustig finde, ist oder eine der Zeichnungen, die ich wirklich lustig finde, ist die Zeichnung von Dunga, Carlos Dunga, der brasilianische Kapitän der Weltmeistermannschaft von 1994, der im Rose Bowl den letzten brasilianischen Elfmeter schießt und wirklich klitzeklein das Tor malt und eine riesen geschwungene Unterschrift darunter setzt. Und dann mir sagte, und weißt du, warum ich dieses Tor so klein male? Weil so klein war das da. Also diese Angst vor 100.000 Leuten, vor wer weiß wie vielen Millionen Zuschauern allein in Brasilien,
diesen Elfmeter daneben zu setzen. Nachdem Brasilien damals 94 bis 17, also 24 Jahre ohne WM-Titel war, die war schon immens. Und danach verschießt Baggio. Also ich finde diesen Moment auch in der Tat ganz wichtig und das scheint in dem Buch immer wieder auf. Tatsächlich empfinde ich selber in solchen Augenblicken, wo dieser Satz fällt bei Dunga, kann ich die Angst spüren. Die ist gepackt. In diesem herrlichen Bild, dass er das Tor so klein malt, weil es für ihn so klein war. Also richtige Poesie. Ich will das hier nicht abheben. Aber das, was wir hier machen, ist ja, es entzündet uns und wir ringen ja auch um Worte. Ja, oder? Absolut. Sehr interessant auch, ich würde sagen, vielleicht nicht poetisch, aber eine tolle Prosa ist Mijatovic, der erzählt, dass er sich eigentlich verletzt hatte zuvor. Und es ist aber ein Champions-League-Endspiel oder irgendein, ja, genau. Ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und er muss das verstecken, weil er will spielen. Und er kann aber nicht zum Trainer gehen. Und er sagt schon dem Masseur, wehe, du erzählst, dass ich da was sonst habe. Sonst bringe ich dich um. Genau. Dann sieht er sich Stutzen an zum Erstaunen, schon beim Warmmachen, weil die normalerweise, sagt er, in Socken sich warm gemacht haben. Und er sagt, ja, findet irgendeine Ausrede dafür, warum er jetzt Stutzen anhat. Und versucht das ganze Spiel zu verbergen. Obwohl es ihm wehtut. Und er sagt, noch danach hat er das nicht offenbart, dass er den Trainer sozusagen ein bisschen an der Nase herumgeführt hat und konnte dann trotzdem dieses wichtige Tor machen. Er wusste, dass er unsterblich war. Es war übrigens kurioserweise, da ja ich für die FAZ nach Spanien gezogen bin, es war tatsächlich, ich war auf der Reise nach Madrid, um als Korrespondent nach Spanien zu ziehen. Das war der Abend von Mijatovic, als ich übernachtet habe auf dem Weg nach Madrid. Und ich kam am nächsten Abend nach Madrid, wo 1 Million Leute im Zentrum von Madrid gefeiert haben. Und ich dachte, es sei für mich. Nee, aber da waren ja auch einige Jahre vergangen, seitdem Real Madrid zum letzten Mal den damals noch Europapokal der Landesmeister gewonnen hatte. Ja, heute Champions League. Das ist tatsächlich ein Tor, das die Geschichte eines ganzen Clubs verändert hat. Und ja. Möglicherweise, also letztlich auch durch den Glamour, ein Stück weit den Sport. Ja, es gab ja dann auch 98, 2000 und 2002. Es gab ja diese immer in den geraden Jahren 3 Siege in Folge, aber in den geraden Jahren eben. Und ich dachte auch, es ginge so weiter. Nur das Jahr 2004 hat dann nicht mehr funktioniert und danach gab es eben eine unregelmäßige Reihenfolge. Ja, was fällt uns noch ein, was die Zeichnungen angeht? Wie ist es mit Lothar Matthäus? Ich war verblüfft über seine so ganz geordnete Zeichnung. Auch das war eine sehr fast schon rührende Situation mit ihm. Er war sich nicht ganz sicher, ob er das Tor nehmen sollte gegen Jugoslawien oder ein Bayern-Tor, was möglicherweise schöner anzusehen war. Er zeichnet das Tor gegen Jugoslawien, das fundamental war für den Weltmeistertitel 1990. Und hat in einer Weise konzentriert gezeichnet, die wirklich wenigen, haben wir ja vorhin drüber geredet, die machen so ein paar Kreuzchen hier und ein Kreuzchen da, aber der hat sich wirklich nochmal mit der Art und Weise, wie er das zu Papier bringt, richtig beschäftigt. Das hat man so richtig gemerkt. Also der hat an dieser Zeichnung gearbeitet und das fand ich einfach toll. Also abgesehen davon, dass er natürlich auch eher wahnsinnig viele Details zu diesem erzählt, die man als in Anführungszeichen Normalsterblicher gar nicht vor Augen hat. Also dass dieses Tor auch etwas für ihn bedeutet, weil es nicht nur wiedergibt, dass er Tore schießen kann, sondern als Teil des Mittelfeldes in der Defensive mitgearbeitet hat, diesen Ball überhaupt zu erobern. Mhm. Ne? Man reduziert dann so mit der Zeit Spieler auf bestimmte Gesten, bestimmte Tore und vergisst, dass sie Teil sind einer Mannschaft. Also das war schon ein schöner Moment. Es gibt noch einen Aspekt, der mir auffiel, als ich das las, wie Xavi Hernandez beschreibt sein Tor gegen Real Madrid, als Barca 2-1 bei Real Madrid gewinnt. Ronaldinho gibt die Vorlage. Ich saß im Stadion und ich habe mich bei der Lektüre dieses Textes von Xavi, der sehr knapp ist, der das einfach nur kurz beschreibt, mit Dank an Ronaldinho für die Vorlage, ich habe mich daran erinnert im Stadion und wie weh das tat und wie dann dieser Text das wachruft. Und jetzt frage ich mal,
es geht mir tatsächlich so, je länger die eigene Fußballerinnerungsgeschichte wird, desto intensiver werden ja diese Reisen in die Vergangenheit. Wenn ein Tor 40, 50 oder da, gerade das Italienspiel, was Sie vorhin genannt haben, Sie durften aufbleiben mit 8 Jahren und ich durfte mit 9 nicht aufbleiben. Ja, das ist eine Erinnerungsmaschine geradezu, der Fußball. Können wir darüber noch irgendwas mehr sagen, außer der Freude? Was ist es genau? Ich meine, wir sind eigentlich erwachsene Männer mit einer gewissen Verantwortung und jetzt werden wir zu Kindern wieder. Soweit habe ich das verstanden, soweit lebe ich das auch. Aber kann man da noch näher rankommen, was das ist, diese Freude? Oder gelingt uns das nicht? Es kann ja auch sein, dass wir es nicht schaffen, dass wir mit Worten da wirklich nicht rankommen. Ja, nochmal, es fallen eben so wenig Tore und sie fallen ja auch anders als in vielen anderen Sportarten aus den verrücktesten Situationen heraus. Aber was bindet Sie so sehr an Bremen jetzt, sage ich mal? Was ist das für eine Sache, dass Sie, sind Sie in anderen Vereinen drin, außer bei Werder Bremen? Anderen Vereinigungen? Nein. Akademien? Es gibt so eine Akademie in Nürnberg oder so. Okay. Aber Bremen ist wichtig. Kann man Mitglied von 2 Vereinen sein? Ich weiß gar nicht. Nein, ich meinte auch nicht Fußball jetzt. Aber also, Sie sind in Bremen drin und sagen das auch sofort. Ja, das ist wichtig. Aber was genau ist diese Freude, die das auslöst, wenn der eigene Verein ein Tor macht? Was ist das wahnsinnige Ding? Ich könnte jetzt sagen, das ist in Bremen eine besondere Freude, weil es gar nicht so häufig stattfindet. Die heimspielschwächste Mannschaft der Bundesliga. Und natürlich ist dann auch viel Nostalgie. Man erinnert sich an Zeiten, das habe ich dann auch beim Durchgucken der Tore gesehen, wen die alles weggehauen haben. Na, Neapel und so würde man ja heute nicht von träumen, ja, dass das geschieht. Und dann sind es diese kollektive, die man in der Erinnerung auch durcheinander bringt. Ich könnte jetzt gar nicht schwören, ob Brazet und Diego jemals zusammengespielt haben. Wahrscheinlich nicht, aber ich will es nicht ausschließen. Und das hat Klaus Teweleit mal in einem Fußballbuch geschrieben. Es ist ja schon so als Kind, man erschließt sich die Ländernamen und die Städtenamen. Ich hätte in meiner Jugend ja gar nicht gewusst, wo Pirmasens liegt, wenn die nicht irgendwann mal in der Regionalliga aufgetaucht wären. FK Pirmasens, ja, Pegulan, Frankenthal und was es nicht alles so gab. Und dann hat man Spielernamen, auch fast arbiträr, fast so brusthaft. Erinnert man sich an Lothar Koblun. Ich weiß gar nicht mehr, was der gemacht hat, aber ich weiß noch diesen Namen. Rot-Weiß-Oberhausen. Ja, genau. Dann hat man diese Kickerhefte oder diese WM-Bilanzen, ja. Die ja in der Regel so 2 Tage nach der Bilanz war dann schon das Buch von Harry Valerien da. Genau. Und dann hat man das studiert und auch sinnlos auswendig gelernt. Also man hat sich dann... Okay, Sie haben das auch, ne? Dieses sinnlose Auswendiglernen. Ja, weil man einfach irgendwie so denkt, ich weiß nicht, wozu es gut ist. Und manchmal behält man Dinge im Gedächtnis, die dann doch vielleicht eine Aussagekraft haben. Zum Beispiel in den alten Kickerheften waren 90% aller Fußballspieler Versicherungskaufleute. Da stand immer Versicherungskaufmann. Das heißt, da hat irgendeine lokale Aachener, Münchner oder Allianz den in Zahlung genommen. Und es waren natürlich Profis, die haben, ich glaube nicht, dass sie eine Versicherung verkauft haben. Aber das war so ein sehr interessant. So ein komisch. Heute ist das weg. Heute steht da nicht mehr ein Beruf, den sie auch gar nicht haben können. Einen anderen. Aber so etwas ist ja dann schon aufschlussreich. Man müsste jetzt gucken, wann verschwindet der Versicherungskaufmann aus der Beschreibung der Spielerbiografie und solche Dinge. Und dann entsteht so ein, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen wie wenn man sich mit, ich will jetzt nicht übertreiben, aber es ist so ein bisschen wie wenn man sich mit Staatsgeschichte beschäftigt und sagt, wer war denn damals Finanzminister in England unter? Ich würde das absolut auch so sehen. Ich erinnere mich daran, dass ich als Kind, es gab eine Buchserie, ganze Bücher am Ende einer Saison des Pokals der Landesmeister. Ja? Mhm. Also Javier Casas hat ja vorhin erwähnt, die Champions League hieß ja in den 70er, 80er Jahren Pokal der Landesmeister. Und ich las das dann, weil diese Spiele nicht zu sehen waren, las das dann treu nach und zwar viele Male. Ich habe Johann Cruyff aus diesen Schilderungen kennengelernt und glaubte, sein Spiel zu kennen, bevor ich ihn zum ersten Mal auf dem Bildschirm sah. Und ich weiß noch, dass eben Ajax gegen Panathinaikos gewann, ein Endspiel gewann. Und Panathinaikos war auch für mich schon geadelt, weil sie ins Endspiel gekommen war. Aber Roter Stern Belgrad, dieser poetische Name, war natürlich fantastisch. Und ich habe das tatsächlich bis heute. Ich kann, wenn ich Belgrad sehe oder höre oder in Belgrad bin, muss ich an den Roten Stern denken. Ja? Das ist der Fußball. Ja, das ist also bei mir... Ich versuche das mal so zu erklären. Also diese Erinnerung oder das Interesse für vergangene Fußballepochen,
die hat bei mir, glaube ich, schon zu einem großen Stück einen autobiografischen Hintergrund sozusagen. Ich bin ja geboren in Chile, meine Eltern sind nach dem Putsch in Chile nach Deutschland gekommen. Und eine Passion, die ich mit meinem Vater bis heute teile, ist der Fußball. Und sein Blick auf den Fußball sind natürlich die 50er Jahre, die 60er Jahre. Also auch Namen wie Lionel Sanchez, von denen wir zu Beginn gesprochen haben, Pelé, Didi, Baba. Und im Grunde ist mein Vater, der tatsächlich Radio- und Journalist war, sozusagen so was Ähnliches wie das, was Nelson Rodriguez, der brasilianische Dramatiker, wunderbar erzählt, dass die brasilianische Nationalmannschaft in den 50er, 60er Jahren nur deshalb so gut wurde, weil die auf der Höhe der fantasievollen Schilderung der Radiomoderatoren sein mussten. Das ist ja, das bringt dieses Buch ein Stück weit, finde ich, wieder. Also dieses etwas zu veranschaulichen, was man selber nicht erlebt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt vergaloppiere, aber das ist so ein bisschen so, man stellt sich etwas vor. Und das ist das, was mich an diesem Buch sozusagen glücklich macht, also wie, als wäre es ein Tor, dass man versucht, sich etwas vor Augen zu führen, was man selber nicht notwendigerweise erlebt haben muss. Mhm. Ja, also aus dieser Schilderung, man hätte ja zum Beispiel auch versuchen können, Fotos da reinzutun. Haben wir auch drüber geredet. Aber diese Kombination aus Text, also aus O-Ton in dem Fall und O-Zeichnung, mhm. Originalzeichnung, die weckt, wenn ich jetzt so drüber rede, wirklich so viele Assoziationen dann auch mit Orten, mit früheren Spielern, mit Sachen, die man im Fernsehen gesehen oder längst vergessen hatte. In meinem Fall natürlich, also ich habe nicht viele von den Toren, die da sind, selber gesehen im Stadion, aber ich habe so eine Reihe von denen habe ich tatsächlich wahrgenommen, mindestens. Mhm. Und das nochmal so zu sehen aus der Hand des Schützen, das hat berührt mich. Und das verweist ja auch darauf, dass unsere Erinnerung hat ja so eine Art mediengeschichtlichen Index. Es gibt die Tore, die gar nicht gefilmt worden sind, die nur erzählt werden. Dann gibt es die Tore, die zwar gefilmt worden sind, aber uns bis vor kurzem nicht zugänglich waren. Weil ich weiß nicht, wann das anfängt, dass im Internet irgendwie die 50 besten Tore der Weltgeschichte abgefilmt und festgehalten worden sind. Es gab sogar eine Zeit, in der nicht mal die Tore wiederholt wurden, wenn sie im Fernsehen auftraten. Man sah das Tor und es gab ein Spieler notiert, dass es eingeführt wurde, die absolute Slow Motion, so dass, wo das Tor dann nicht nur wiederholt wird, sondern in all seinen. Und Michael dann Ballack, kommt, ja. Genau, dann kommt das irgendwann, das ist aus mehreren Kameras, ja, also mussten halt mehrere Kameras da sein, dass man also sieht, wie sich das so allmählich so verbreitet, die Erinnerung. Das heißt aber auch, dass die zurückliegenden Tore, ja, wenn man so will, dann auf so einer Serviette nur noch existieren und in einer Erzählung. Es gibt manche der Tore, gar nicht so viele, sind so Tore, wo man sagt, okay, hat jeder gesehen. Also jeder, der sich ein bisschen für Fußball interessiert, kennt das Tor. Es gibt ganz viele Tore, wo man sagt, ja, Messepokal. 60er Jahre. Derby County 1975 habe ich nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte sehen können. Ist für Real Madrid ganz wichtig, ja. Derby County ist ganz, ne? Dass da beginnt die Geschichte dieser Remontadas und dieses Willens, das alles aufzuholen. Ich würde absolut zustimmen, auch mit dieser, sowohl mit dem poetischen Anteil da, dass man eben durch die Zeichnung, weil sie abstrakter ist und durch oft den knappen Text, der eine Geschichte persönlicher Art um das Tor herum erzählt, viel intensiver über das Tor nachdenkt oder über die Möglichkeiten, die ein Tor bietet, auch in der Fantasie. Also nicht das reale Tor der Statistik, sondern eben das Ereignis in der Fantasie oder im Gemüt, in der Seele der Spieler. Ich möchte, weil wir uns so allmählich, wir haben zwar ein bisschen Nachspielzeit, in der befinden wir uns schon, ich möchte uns hier kurz konfrontieren mit einer sehr schönen Aussage von Kai Havertz, der also sagt über sein Tor im Champions League Finale für Chelsea: Meine Eltern konnten zwar nicht wissen, dass ich Fußballprofi würde, aber sie haben mich immer dazu angehalten, mit den Füßen auf der Erde zu bleiben. Deswegen sage ich, am Ende war es nur ein Tor. Genau das Gegenteil von dem, was andere tun, aber auch fantastisch. Das ist ja auch eine Dimension der Tore, die können ja nicht nur vorteilhaft sich auswirken auf die Spielerkarrieren. Also ich will nicht groß spekulieren, aber dass Mario Götze das Tor geschossen hat, gegen Argentinien damals, das Siegtor,
das hatte wahrscheinlich einen zweideutigen Einfluss auf seine Karriere, also auch das Überschätztwerden und dieses, ich meine, er wird das nicht aus seiner Biografie tilgen wollen. So. Um Gottes Willen, nein. Natürlich nicht. Aber es ist manchmal auch so, dass die Tore zu Erwartungen führen, die dann von den Spielern nicht erfüllt werden und den so ein bisschen dann auf der Karriere auch ein bisschen als Hypothek lassen. So wie das deutsche 7:1 gegen die Brasilianer einen zweideutigen Effekt hatte. Danach ging's, dann haben sie noch eins gewonnen und danach ging's eigentlich in den Sinkflug. Ja. 2014, ja, WM, Brasilien. Das ist eines der Tore, bei denen ich tatsächlich dabei war im Stadion, im Maracana, das Tor von Mario Götze. Und ich hatte, also als ich ihn dann getroffen habe, hatte ich tatsächlich so ein bisschen Respekt vor dieser, genau vor dieser Frage, weil ich meine, diese WM-Siegtore der Deutschen, die haben ja tatsächlich eine vielfach tragische Dimension dann, angefangen mit 54 und dem Alkoholismus von Rahn. Gerd Müller wurde sehr krank, Andi Brehme ist jetzt vor kurzem gestorben. Und in der Tat könnte man jetzt sagen, die Karriere von Mario Götze hat nur so eine Wendung genommen nach diesem Tor, die eher so nach unten zeigt. Und ich habe einen Menschen getroffen, der wahnsinnig aufgeräumt darüber reden kann. Also das fand ich richtig erleichternd jetzt für mich persönlich, also so man das sagen kann. Das war jetzt keine lange Begegnung. Wann war das nochmal? Das Tor? Die Begegnung. Die Begegnung war im letzten Jahr. Das ist eine der an das Tor kann ich mich ungefähr erinnern. Ja. Aber er hat ja auch, fand ich, in den letzten Jahren sich wiedergefunden. In Frankfurt hat er sich erholt. Ja, genau. In Frankfurt hat er sich erholt. Ja. Es hat mich sehr gefreut, dass er da tatsächlich auch Teil dieses Buchs sein wollte. Also ich habe einen jungen Mann in einer kurzen Begegnung kennengelernt, der sich für diesen Sport wahnsinnig interessiert und eigentlich nicht nur Teil des Buchs sein wollte, sondern wissen wollte, wer ist da noch dabei, nicht aus der Perspektive, in welchem Umfeld erscheine ich, sondern ihn hat wahnsinnig brennend interessiert, ob sie dann dabei ist, weil er wissen wollte, wie sich einer fühlt, der 2 WM-Finaltore schießt, wie sie dann 1998 in Paris. Leider ist sie da nicht dabei. Dem bin ich auch nicht, sagen wir mal, hinterhergerannt. In anderen Fällen waren das eklatante Pfostentreffer. Also das beste Tor der Geschichte zum Beispiel ist tatsächlich nicht drin. Maradona 86 gegen England. Wenn der Ball auf dem Boden ist, Ibrahimovic ist auch nicht drin. Nee. 40 Meter Fallrückzieher. Ja, ja. Ist ja auch so ein, fällt so ein bisschen in diese Paganini-Abteilung, dass man sagt, dass, es ist jetzt nicht erarbeitet gewesen, es war einfach eine Virtuosität. Ja, es ist ein virtuoser Moment, aber ein unglaublicher. Man würde eigentlich, wenn man vorher gefragt hätte, kann man aus dieser Position mit einem Fallrückzieher ein Tor schießen, hätten alle gesagt, never ever. Wir könnten hier, glaube ich, noch sehr lange ins Schwärmen kommen. Es gibt wirklich einige auch wunderbare Aussagen, die auch viel über den Charakter der jeweiligen Spieler verraten oder uns neue Facetten dieser Temperamente, auch bei Felix Magath oder bei Beckenbauer. Wollen wir mal kurz auf der Note Franz Beckenbauer schließen, weil er ja vor nicht langer Zeit von uns gegangen ist. Er ist der Erste in dem Buch, er eröffnet das Buch. Das war schon die Absicht, dass der Kaiser das Buch eröffnet. Das hat sich ein bisschen so ergeben, aber ja, ich finde, es gibt keinen besseren dafür, um von Anfang an zu erzählen. Es war eine wahnsinnige Arbeit, in Anführungszeichen, Beckenbauer dazu zu kriegen, das aufzuzeichnen. War einer derjenigen, die, also Uwe Seeler hat von mir regelrecht Reis ausgenommen, als ich ihm das gezeigt habe. Solche Fälle gab es ja auch. Darf ich kurz unterbrechen und fragen, 2, 3 Namen, die geflohen sind vor dir? In Erinnerung geblieben ist mir Uwe Seeler tatsächlich, weil der ist wirklich weggerannt. Das war eine sehr lustige Szene eigentlich. Ja, so viele gab es gar nicht, die da nicht mitmachen wollten, in Anführungszeichen. Also denen ich das erzählt habe. Aber Beckenbauer war tatsächlich einer von denen. Beckenbauer habe ich nochmal eine noch längere Geschichte. Ich wusste, ich hatte schon längst angefangen zu sammeln mit diesen Toren. Mein Vater wusste davon und mein Vater traf Beckenbauer, ich glaube, bei einem Empfang der mexikanischen Botschaft vor der WM 2006 und kam mit ihm ins Gespräch und versuchte, den Beckenbauer zu überzeugen, für mich das Tor aufzumalen. Also das im Nachhinein, das war mir in dem Moment schon unangenehm, weil wenn, dann wollte ich selber sammeln, in Anführungszeichen. Also diese Authentizität wollte ich schon selber machen. Mein Vater hat für Beckenbauer aufgemalt, wie das Tor gewesen sein könnte und Beckenbauer hat es unterschrieben. Das war der erste Versuch. Der zweite Versuch war ein paar Jahre später, 2010, bei der WM in Südafrika. Und da hat er mir tatsächlich bloß ein Autogramm gegeben, in das gleiche Heft, und sagte, mal's doch selber. Und das dritte Mal war dann, wo wir uns getroffen haben, bei einer Fernsehsendung in München, bei Sky. Und ich zeigte ihm ein Foto, wie er mit meinem Vater zusammen bei der WM auf der Tribüne vom Molinon-Stadion Gijón 1982 spielte dort Deutschland unter anderem gegen Algerien. Und Beckenbauer konnte sich aus
Gründen, die wahrscheinlich auch in der Physiognomie meines Vaters von damals zu erklären wären, konnte sich an ihn erinnern. Und malte danach dieses Tor auf gegen Yashin. Also ich wusste, sagen wir mal, jahrelang, dass für Beckenbauer es das Größte gewesen war, bei der WM 66 gegen Lev Yashin, damals der beste Torwart der Geschichte, der einzige Torwart, der je Europafußballer des Jahres wurde, gegen den ein Tor zu machen. Das kommt nochmal vor bei einem Chilen 1962. Da gibt es einen Foul und offenkundig, also man sieht es etwas verwackelt, war es im Strafraum, es war also auf der Linie vielleicht was drin. Ja. Und der Schiedsrichter verlegt es aber außerhalb des Strafraums. Ich musste sehr lachen, dass der Reporter Julio Martinez, als dann das Tor fällt, als der das einfach relativ trocken einfach da reinknallt, den Ball ausruft, Justitia Divina. Göttliche Gerechtigkeit, ja. Das ist ein ganz wichtiges Tor in der chilenischen Fußballgeschichte. Ja. Wahnsinnig wichtig, ja. Ja, das, auch das spielt eine Rolle. Gegen wen schießt man? Gegen Lehmann, sagt Erik Mayer. Ja, es gibt auch einige, die wahrscheinlich heute, die aktuellen Spieler, gegen, wenn sie gegen Neuer ein Tor schießen, auch stolz sind wie Bolle. Um nur kurz auf die Nationalgeschichte, die Herr Kaube, die Sie vorher erwähnten, oder die große Geschichte, von der der Fußball ja eine kleine oder eine Abteilung bildet. Wo habe ich das vor kurzem bei Eduardo Galeano, ne, der Autor, der ja auch großer Fußballkommentator war und schöne Essays über Fußball geschrieben hat, der einfach das so krass schreibt, dass Uruguay im öffentlichen Bewusstsein als Land existierte, weil sie zweimal Weltmeister, und zwar in der ganz frühen, sie waren der erste Weltmeister überhaupt, und sie waren zweimal Weltmeister und dieses Land zehrt seit 100 Jahren davon. Viermal, sagen die Uruguayer, weil die noch zweimal vorher die Olympischen Spiele gewonnen haben, die vorherigen, also im Grunde die Vorläufer der Weltmeisterschaften waren. Aber falls uns und die sagen Uruguayer, viermal. Sie sind ja relativ hartnäckig. Nicht immer, aber meistens dabei. Immer wieder dabei. Und sind unangenehme Gegner, relativ harte Spiele. So. Ich erinnere mich an Wolfgang Oberaths Tor zum 1:0 1970 gegen Uruguay, Spiel um den dritten Platz. Ja. Das einzige Tor, was Oberath 70 geschossen hat. Ja. 74 hat er auch gegen Australien geschossen. Ihr wisst jetzt ein bisschen, warum ich von Oberath rede, ist ja klar, als Kölner. Du hattest mit Galeano angefangen. Also, wir könnten wirklich endlos sprechen über diese wunderbaren Tore, über dieses wunderbare Buch und die Zeichnungen, die Qualität der Zeichnungen, der Texte. Ich danke meinen beiden Gesprächspartnern, herzlichen Dank, und wünsche mir natürlich noch, dass wir irgendwann zusammenkommen und über künftige Tore sprechen. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Tore wie gemalt von Javier Cáceres ist erschienen im Inselverlag, hat 300 Seiten und kostet 22 Euro. Die heutige Folge des FAZ-Bücher-Podcasts wurde produziert von Kevin Gremmel. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet bücher-podcast@faz.de, Bücher mit UE. Am kommenden Sonntag hören Sie hier eine Sonderfolge aus dem Literaturhaus Frankfurt. Monika Helfer stellt ihr Buch Die Jungfrau vor. Es moderiert Sandra Kegel. In 14 Tagen ist dann wieder mein Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen, am 6. Oktober, also erst in 4 Monaten. Denn wenn Sie dies hören, laufe ich schon auf dem Jakobsweg durch Nordspanien und mache noch andere schöne Dinge, über die ich jetzt, während ich diese Worte spreche, noch nichts weiß. Bis zu meiner Rückkehr kümmern sich meine Kolleginnen und Kollegen um den Bücherpodcast am ersten Sonntag im Monat. Den Anfang macht am 2. Juni Elena Witzek. Bis wir uns wieder hören, machen Sie es gut.